Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 20. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Ich gestalte die Tageshoroskopen anders, ich zeige das bildhaft. Ich werde aber immer wieder mich auch zeigen, wenn das um Schicksalstagen geht, dann mache ich das persönlich, die Aufnahmen. Aber in anderen Tagen möchte ich durch Bilder die Horoskop deuten und erklären. Diese Berechnung ist anders, als wir in westlicher Astrologie das kennen, weil die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat durch den platonischen Jahr und platonischen Monaten. Dadurch ergibt sich natürlich die Zeitalter. Jetzt leben wir im Wassermann-Zeitalter und dadurch verschiebt sich die Frühlingspunkt und das ist der Grund, dass die indischen Astrologen das berücksichtigen, dass das andere Berechnung ist, andere Ergebnis, also nicht wundern, dass hier Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten anderes platzieren als im westlichen Horoskopen. Im heutigen Tag geht bei Sonnenaufgang die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Mit diesem Tierkreiszeichen Waage und die Luftelement dominiert im Tag. Und das ist die Leichtigkeit, dann auch wichtig im inneren Gleichgewicht zu bleiben, die Gerechtigkeit vertreten und auch die Liebe, Partnerschaft. Vor allem die Thema Liebe, Partnerschaft spiegelt sich auch etwas, weil das ist der Platz, wo gerade die Tierkreiszeichen wieder steht. Also das ist mal in dieser Mondmonat oder in diese kommenden Wochen ein sehr wichtiges Thema. Und bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf, heißt, dass die Sonne hier befindet. Also wir setzen hier die Sonne. Das ist Sonnenaufgang. Und da sind die Themen, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren. Und auch die Persönlichkeit, natürlich hier bei Sonnenaufgang ist die Sonne immer hier in diesem Platz, aber diesmal gehört die Persönlichkeit, worauf wir achten sollen, das ist die Waage. Die Waage dominiert jetzt gerade und das ist die Harmonie und Schönheit, die Weiblichkeit. Und das gehört jetzt auf unserem Aussehen, Auftreten und so können wir unsere Persönlichkeit etwas verändern, verbessern. Und das zeigt gerade die Tierkreiszeichen Waage und über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus. Also es ist wichtig auch momentan die Schönheit und auch die weibliche Energie, die weibliche Kraft, das bringen wir gerade in Ausdruck. Diese Waage-Energie und diese Waage-Sonne natürlich wirkt sehr gut auf die Luftelement. Dazu gehören die Wassermann-Geborenen und auch die Zwillingsgeborenen. In dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es auch wichtig wäre, euren Geburtshoroskopen umrechnen auf die indischen Berechnung. Ich kann das als Blitzberatung anbieten. Dann könnt ihr mit dieser Legung, mit dieser Deutung auch was anfangen, weil die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes und das bedeutet, viele meinen, die sind in den Tierkreiszeichen Zwillinge geboren und nach indischen Berechnung ist es gar nicht die Tierkreiszeichen Zwillinge, sondern die Tierkreiszeichen Stier zum Beispiel. Also zurück zum Sonne, Sonne im Waage und das natürlich dominiert im Tag, das ist die aufsteigende Tierkreiszeichen und
das spüren wir alles, die Luftelement und die Energie der Tierkreiszeichen Waage. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, also wir setzen Mond hier in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört auch zum Luftelement, das heißt Sonne und Mond, beide im Luftelement, stehen in Harmonie. Mond beeinflusst den Alltag, aber auch kleinere Veränderungen, beeinflusst unseren Gefühlen, unsere Stimmung, löst was aus. Und dass die beiden Lichter in Harmonie stehen, das ist mal gut, da haben wir die inneren Gleichgewicht. Und diese Mondenergie, was unsere Gefühlen beeinflusst, ist sehr angenehm für die Zwillingsgeborenen, für die Waagegeborenen und unterstützt auch die Wiedergeborenen, unterstützt auch die Schützengeborenen und für die Löwengeborenen spiegelt etwas. Das heißt, die Löwengeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben. Jetzt kommen die Planeten und bei indischer Astrologie ist es andere Reihenfolge als bei westlichen Astrologie. Bei indischen Astrologie geht es nach den Wochentagen. Sonne ist für die Sonntag, Mond ist Montag und jetzt kommt Dienstag und das ist ein Marstag. Und jetzt schauen wir Mars an. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, also setzen wir Mars zum Steinbock. Und diese Mars-Energie, was die Kraft betrifft, die männliche Kraft, aber kann auch eine männliche Person bedeuten, diese Mars-Energie gibt Kraft natürlich alle Erdeelementen. Dazu gehören die Jungfraugeborenen und die Stiergeborenen und unterstützt auch die Wasserelementen. Dazu gehören die Skorpiongeborenen, die Fischengeborenen und für die Krebsgeborenen spiegelt etwas, dass die Krebsgeborenen achtsam sein sollen, wo setzen sie ihren Kraft ein und auch in inneren Kraft zu bleiben. Und wenn das um eine männliche Person handelt, sollen die Krebsgeborenen diesen Kontakt aufbauen, auf diesen Mann zuzugehen. Die nächste Wochentag ist dann Mittwoch und Mittwoch ist ein Merkurtag und so kommt nach die Reihenfolge die Planeten. Merkur befindet sich im indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Waage und Merkur ist die Planet für Kommunikation, weil hier zusammensteht mit Sonne im Waage und das ist diese aufsteigende Zeichen, die Gespräche nehmen zu, die Wahrheit kommt ins Licht oder kommen klärenden Gesprächen und mit Luftelement, mit Leichtigkeit. Und das unterstützt diese Merkur-Energie, was die Handlungen betrifft, die Gespräche, alle Luftelemente natürlich, die Wassermann-Geborenen, die Zwillingsgeborenen, unterstützt aber auch die Feuerelemente, die Löwengeborenen und auch die Schützengeborenen, genau, die Schützengeborenen. Und spiegelt etwas für die Wiedergeborenen, das heißt, hier gegenüber liegt die Wider und das bedeutet für die Wiedergeborenen, die Gespräche suchen, auf anderen zugehen oder zuhören. Donnerstag ist Jupitertag, also nach der Reihenfolge kommt jetzt Planet Jupiter und das befindet sich nach dieser indischen Berechnung in Skorpion. Und das setzen wir zum Skorpion. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas und vertritt auch die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage, bringt auch Glück. Und dieses Glück haben alle Wasserelemente. Dazu gehört die Krebs und die Tierkreiszeichen Fischen und unterstützt die Erdeelemente, unterstützt natürlich die Jungfrau und unterstützt auch Steinbock. Und spiegelt etwas für die Stiergeborenen.
Also die Stiergeborenen sollen ihre Chancenmöglichkeiten wahrnehmen oder sich einsetzen um die Gerechtigkeit. Freitag ist ein Venustag, also kommt Planet Venus als nächster dran. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, also setzen wir hierzu Waage. Venus ist rückläufig, das bedeutet gerade entweder ist das etwas gebremst, die Liebepartnerschaft, kann aber auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit an, oft auch karmischen Themen. Venus fühlt sich sehr wohl im Waage, weil das ist die Herrscherplanet über die Waage, also kommt wirklich jetzt hier dem Ausdruck, auch wenn das rückläufig ist. Samstag ist ein Saturntag und Saturn befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze, also wir setzen zum Schütze. Und das bedeutet Ernsthaftigkeit, Lernaufgabe, bisschen Einschränkungen, beeinflusst das Schicksal, die Schicksalswege, schicksalhafte Entscheidungen. Das trifft in erster Linie die Schützengeborenen. Dann kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Die alten indischen Astrologen haben das gar nicht berücksichtigt, aber nach modernen Berechnungen wird es auch berücksichtigt, so wie im westlichen Astrologie auch. Uranus befindet sich, eine rückläufige Uranus im Widder, also wir setzen hier im Widder. Neptun befindet sich nach diesen Berechnungen im Wassermann, setzen wir zu Wassermann, und Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Und jetzt schauen wir die Themen an. Hier in diesem Bereich, wo Aszendent auch liegt, heißt die Persönlichkeit, das Auftreten, die Erscheinungsbild. Und die Waage dominiert hier jetzt. Und nächsten Monat ändert sich dann, weil nächsten Monat kommt die Skorpion in diesem Platz. Aber momentan die Waage. Eine angenehme Ausstrahlung, dann die Schönheit, dass wir jetzt große Wert drauf legen, auf das Aussehen. Auch auf die Schönheit, und das ist auch eine weibliche Energie, und besonders wir Damen bringen auch unsere Weiblichkeit gerade im Ausdruck, verändert sogar bei vielen Frauen das Aussehen, neue Haarschnitt, neue Kleider, wie auch immer. Die nächste Platz beschreibt die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Hier ist die Skorpion-Energie mit Jupiter. Das bedeutet für die Skorpion-Geborenen, sie haben Gewinnchancen, die können die Finanzen verbessern, vermehren. Aber Jupiter neigt auch dazu, etwas übertreiben, also oft darauf achten, dass es nicht zu viel Geld die ausgeben. Die nächste Platz hier, wo die Tierkreiszeichen Schütze ist, das ist die Alltage, die vertraute Umgebung, die Nachbarschaft, die Verwandtschaft, da die Kontakte. Und hier haben besonders die Schützengeborenen eine Lernaufgabe. Die sollen das einschränken, weil das kostet sehr viel Kraft. Und die Schützengeborenen brauchen gerade die innere Kraft, und das ist die Pluto-Energie. Und das sind die Eingrenzungen. Das heißt, mal Nein zu sagen, wenn sie keine Zeit haben, wenn das raubt zu viel Zeit und Kraft, das sind die Nachbarschaft oder die Verwandtschaft, kann auch bedeuten, dass hier Unterstützung kommt. Und lernen vieles die Schützengeborenen, und das gibt die Unterstützung und Kraft. Aber hier in diesem Lebensbereich Kontakte in vertrauten Umgebung und mit Nachbarschaft natürlich die Lernaufgabe, im inneren Kraft zu bleiben und diese Macht bewahren und nicht immer nachgeben und ausnützen lassen. Die Basis, die Fundament ist hier, das wäre der tiefste Punkt des Horoskopes, ist gerade die Tierkreiszeichen Steinbock mit Mars-Energie. Und Mars bedeutet die Kraft, uns durchsetzen im Leben. Mars ist die Kraft, auch etwas in Bewegung setzen,
aber damit wir in diesem Kraft bleiben, wir brauchen die Basis, die Fundament, und das finden wir zu Hause. Und das ist der häusliche Bereich. Besonders für die Steinbockgeborenen ist wichtig, auch mal die Ruhe zu bewahren, zurückziehen, die eigene Zuhause. Natürlich, diese Mars-Energie kann auch bedeuten Veränderungen in Wohnsituation, und da setzen sich die Steinbockgeborenen die Kraft ein. Der nächste Platz sind die Kinder, und da steht Wassermann. Das bedeutet die eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern, aber auch die eigenen Kindheit, diese Erinnerungen. Und besonders bei Mond und Neptun, das ist sehr sensibel, dann kommt die Nostalgie. Bedeutet natürlich besonders bei Mondkraft Schwangerschaft. Und das trifft einige Wassermann-Damen gerade. Das ist die Empfängnis. Aber dieser Platz bedeutet auch die schöpferische Kraft. Und gerade bei Mond und Neptun, das ist die Intuition und Inspiration. Und dann kommen die tollen Ideen des Wassermann dazu. Das ist die Kreativität, was die Wassermann-Geborenen gerade leben können. Der nächste Platz ist die Alltag. Die Alltag zu bewältigen, auch die Arbeit, der Job, auch die Pflichten nachzugehen und auch die Gesundheit. In diesem Bereich befinden sich gerade die Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Sie haben zwar einen schönen Mondeinfluss, was beeinflusst die Gefühle, auch ein gutes Gefühl, all das zu bewältigen. Und das sind die wichtigen Themen. Um die Gesundheit kümmern, die Pflichten nachzugehen, im Arbeitsplatz sicher fühlen und auch sich verwirklichen im Beruflichen. Thema Liebe, Partnerschaft haben gerade die Wiedergeborenen, hier die Tierkreiszeichen Widder, mit Uranus Einfluss kommen Umbrüche und Veränderungen. Und diese Rückläufigkeit von Uranus bedeutet Vergangenheit. Kehrt jemand zurück von Vergangenheit oder gibt es da karmische Themen? Das ist das wichtige Thema für die Wiedergeborenen. Eine Art Wandlung, Veränderung haben gerade die Stiergeborenen hier. Aber nicht nur diese Wandlung ist wichtig bei den Stiergeborenen, sondern auch die Ämter gehören auch hierher, ämtlichen Themen. Und heute ist nicht so gut für die Stiergeborenen, weil die Mond schränkt die Stiergeborenen ein und die Mondenergie schränkt auch die Skorpiongeborenen ein. Kein guter Tag für Neuanfang und auch ein ungutes Gefühl oder innere Nervosität. Lieber warten, bis die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Fische, ändert sich sofort die Energie. Also nichts, kein Termin ausmachen, gerade mit Ämtern. Die nächste Platz sind die Reisen. Das ist Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache und auch ein Besuch von Ausland oder eine Reise. Aber das kann auch eine innere Reise sein, Erkenntnisse gewinnen. Das ist das Thema gerade bei den Zwillingsgeborenen. Große Ansehen, die Berufung nachgehen und auch Anerkennung zu bekommen, das zeigt der höchste Punkt des Horoskopes. Und hier stehen die Krebsgeborenen. Sie haben diese Bedürfnis. Aber sie sollen auch darauf achten, was spiegelt sich hier gegenüber die Steinbock, die Mars-Energie und auch dieser Zuhause, dieser Rückzug, die Ruhe oder Meditation, im Kraft zu bleiben, im Ruhe bleiben, weil das ist die Basis, das ist die Fundament und auf diesem Fundament können bauen, besonders die Krebsgeborenen, weil das spiegelt etwas. Für die Krebsgeborenen, dann geht alles voran, dann haben sie die Kraft, auch die Überzeugungskraft und können sie sich das einsetzen in die Beruflichen. Die wahre Berufung ist hier gemeint. Der nächste Platz ist die Freundschaften oder eine Gruppe. Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind.
Das kann eine Partei sein oder kann auch ein Verein sein. Und da setzen sich die Löwegeborenen die Kraft ein. Das ist der wichtige Platz gerade bei den Löwengeborenen. Neue Freundschaften oder die Freundschaften pflegen oder eine Gruppe gründen oder aktiv sein in einer Gruppe. Und diesem Platz sind auch die Hoffnungen. Also, dass die Löwengeborenen die Hoffnung nicht aufgeben sollen. Die Geheimnisse, die geheimnisvolle Bereich liegt gerade die Tierkreiszeichen Jungfrau. Die erfahren die Geheimnisse oder alles ist so geheimnisvoll. Oder sie interessieren sich für Geheimnisse. Kann auch bedeuten geheime Feinde. Das kann natürlich auch möglich sein, dass die Jungfrau-Geborenen achtsam sein sollen, ob sie in ihrer Umgebung irgendwelche Feinde haben. Aber das muss nicht sein. Hier handelt es sich um Geheimnisse und auch einen gewissen Rückzug. Das ist der seelische Bereich und das ist sehr wichtig für die Jungfrau-Geborenen, in die Seele eintauchen und das mal ordnen und bereinigen. Das sind die wichtigen Themen. Weil Mond, die Mondenergie für uns alle wirkt, weil beeinflusst unseren Tag. Wie erleben wir die heutige Mondenergie von Tierkreiszeichen Wassermann? Diese Mondenergie gibt ein gutes Gefühl, auch eine gute Zeitqualität für einen Neuanfang. Für die Zwillingsgeborenen, auch für die Wagengeborenen, auch für die Wiedergeborenen und auch für die Schützengeborenen. Spiegelt etwas für die Löwengeborenen, das heißt, die Löwengeborenen haben ein gutes Gefühl, wenn sie in inneren Ruhe, inneren Gleichgewicht bleiben. Diese Mondenergie unterstützt den Tag, auch die benachbarten Tierkreiszeichen und das sind die Fischengeborenen und auch die Steinbockgeborenen. Das ist sehr vertraut und gibt auch die Ruhe. Eine gewisse Unsicherheit löst aus diese Mondenergie. Bei den Krebsgeborenen sind sowieso empfindlich auf den Mondeinfluss, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Und auch für die Jungfrau-Geborenen kommt auch eine gewisse Unsicherheit und Einschränkungen, Nervosität oder Unruhe. Das verspüren die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen. Welche Verbindungen gibt es heute? Sonne und Jupiter steht gut in Verbindung. Jupiter und Sonne, das ist Klarheit in einer rechtlichen Lage. Oder Erfolg und Glück, das ist eine sehr schöne Verbindung heute. Mars steht in Spannung zu Merkur. Hier ist die Mars-Energie, hier ist Merkur. Und das trifft die Steinbock-Geborenen und die Waage-Geborenen, wenn das um Gespräche handelt. Besonders mit einer männlichen Person oder die Männer wissen nicht, wie sie sich ausdrücken sollen. Da entsteht eine gewisse Spannung bei der Kommunikation. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und Mond befindet sich in den Tierkreiszeichen Wassermann und dieses Mondhaus heißt Shatabisha. Und das bedeutet 100 Ängste und 100 Sterne oder Glück. Und wie kann man das verstehen? Ängste und Glück. Wenn wir Angst haben, dann haben wir weniger Glück. Wenn wir die Ängste überwinden, dann kommt diese 100 Sterne, diese 100 Glück. Und das ist hier die Lernaufgabe, Angst loslassen, damit hier Glück entstehen kann. Das, was die heutige Mondenergie von diesem Mondhaus uns für den heutigen Tag vermittelt. Nun, das war diese Legung jetzt oder diese astrologische Deutung für 20. Oktober. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr jederzeit mit mir kontaktieren und dazu empfehle ich die Blitzberatungen, geht auch blitzschnell. Ihr schreibt eine E-Mail,
Stellt euren Fragen, ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens im nächsten Tag habt ihr schon die Antwort. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Mein Honorar beträgt für Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Was ich noch erwähnen möchte, das ist die Aufnahme, was ich gemacht habe über Geld und Finanzen. Und diese Aufnahme habe ich nicht veröffentlicht. Aber wenn ihr Interesse daran habt, bekommt ihr den Link dazu gratis. Schreibt auch ein E-Mail und bekommt diese Aufnahme und dann seid ihr informiert über Geld, Finanzen und das Energie des Geldes und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich habe auch eine kleine Info darüber und wir übergehen jetzt auf diese Infoaufnahme. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.